Hallo Leute und willkommen im Herbst. Ja, ich befinde mich jetzt hier an einem kleinen Baggersee, ungefähr 2 bis 3 Hektar. Wie man sehen kann, sind wir mitten im Herbst oder besser gesagt Spätherbst. Die Blätter fallen von den Bäumen und wir wollen jetzt nochmal versuchen, so einen richtig dicken Herbstbullen zu fangen oder vielleicht auch noch den ein oder anderen mehr. Ja, in diesem Video komme ich einmal näher darauf zu sprechen, welche Köder ich hier verwende und wie ich die Fische an diesem See finde. Ich würde sagen, ich starte jetzt mal mit dem Aufbauen und wünsche euch viel Spaß beim Video. Also ich bin jetzt dabei, die dritte Route rauszubringen. Ja, ich habe jetzt hier in der Mitte des Sees ein paar Gründelblasen lokalisiert, ungefähr auf 5 Meter Tiefe. Diese werde ich jetzt anwerfen, befüttern und mein Futter sieht so aus. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Mais nehmen, dazu ein paar einzelne kleine 15 mm Boilies. Also insgesamt ist es sehr unauffällig gestalten und mein Hakenköder wird dann auch relativ schlicht ausfallen. Da werde ich dann, denke ich mal, auch auf einen kleinen 15 mm Boilie zurückgreifen. Fragt euch mit Sicherheit, wie ich hier vorgehe, um schnell die Fische zu finden. Ja, das ist eigentlich ganz einfach, da ich hier im Herbst gucken muss, wo haben die Fische das meiste Nahrungsangebot. Die meisten Algen sind weg und in den Uferbereichen werden sie sich dann nicht mehr viel aufhalten. Ja, dementsprechend war das hier auch so. In der Mitte waren die meisten Gründelblasen und diese habe ich dann noch angeworfen und mit der Lotpose geguckt, auf welchen Tiefen sie sich aufhalten. Meine Futterplätze habe ich dann auf diesen Tiefen angelegt und jetzt hoffe ich einfach nur noch, dass ich die Fische dann auf ihren Zugrouten abgreifen kann und sie meinen Futterplatz annehmen. Ja, im Herbst füttere ich gerne kleinere Mengen, aber können auch, wenn die Karpfen gut im Futter stehen, größere Mengen nicht falsch sein. Jetzt in diesem Fall habe ich mein Futter sehr konzentriert auf einem Fleck gefüttert, zum Beispiel an der Einrute. Da habe ich mit Grundfutter gearbeitet, Pellets, die sich schnell auflösen und etwas Mais und ein paar gecrushte Boilies dabei. Als Hakenköder auf diesem Platz verwende ich ganz unauffällig auch nur ein Hardcore-Fischboilie und ich glaube, das sollte klappen. Auf der zweiten Route verwende ich ein Single Hookbait, den ich immer ungefähr zweistündlich umlege. Da habe ich dann einen weißen Pop-Up von uns drauf und auch das läuft hier manchmal ganz gut. Die dritte Route habe ich jetzt im Freiwasser abgelegt und dort habe ich auch nur mit ein bisschen Mais und ein paar 15 mm Ananas Pro Boilies gefüttert und als Hakenköder verwende ich hier auch einen 15 mm Pop-Up. Ja, hier diese kleineren Futterplätze bringen mir einfach mehr Attraktivität, denn die Fische kennen hier die großen Futterplätze. Es kommen hier viele Angler an, die hier viel Futter reinwerfen und dann aber auch wieder ohne Fisch nach Hause gehen. Und das ist der Fehler, denn die Fische gehen diesen großen Futterplätzen mit einem sehr großen Misstrauen entgegen. Und ich glaube, mit meinen kleineren Futterplätzen sollte ich hier bessere Chancen haben. Ja, ich bin mal gespannt, ob hier was ablaufen wird auf meine Futtertaktik und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Fisch. Guten Morgen, würde ich mal sagen. Ja, wie üblich in der Woche wurde ich nicht von meinem Wecker geweckt, sondern von meinem Pieper. Und ich würde euch sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich hier auf der Matte liegen habe. Guckt euch doch mal diesen schönen Schuppi an. Prachtvoll, oder? Ja, der ist jetzt auf meinen Hardcore-Fischboilie abgelaufen. Ich erkläre euch nachher nochmal genau, wie ich vorgegangen bin und sowas alles. Ja. Aber ich würde sagen, das ist auch schon mal ein tolles Ergebnis. Ja, ich habe die Route jetzt wieder fertig gemacht. Wie man sehen kann, hier mit einem einzelnen Hardcore-Fischbolli. Okay,
Okay, das lief jetzt ganz gut, mit ein paar Boys drum und zugestickt. Ja. Und auch noch ein bisschen Mais dabei. Ich werde die Route jetzt erstmal wieder ausbringen und dann mal gucken, ob wieder ein Fisch abläuft. Sehen konntet, habe ich vor gut einer Stunde einen sehr schönen Karpfen fangen können. Ja, der Karpfen ist auf einen Hardcore-Fischbully abgelaufen. Wie ich euch gestern schon erklärt habe, habe ich diesen dann mit ein paar gecrushten Hardcore-Fischbullys und Mais und ein paar Pellets, die sich schnell auflösen, beigefüttert. Genau. Und das war jetzt die Erfolgstaktik für diesen einen schönen Karpfen. Ja, der Tag neigt sich nun dem Ende zu. Ich finde, ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, denn es war ein sehr, sehr schöner Herbstkarpfen. Und ich hoffe, ich konnte euch in einigen Dingen weiterhelfen. Und wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und an allen, die jetzt noch am Wasser sind oder noch ans Wasser fahren, wünsche ich natürlich viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann und macht's gut. Haut rein.